Schauen wir uns das neue Arsenal an. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Infamous Second Son. Hier drüben wird jemand zusammengeprügelt, doch wir haben neue Fähigkeiten und wir mischen sie auf. Ein guter Anfang. Oder auch nicht. Hey Jungs, neue Kräfte. So wird das nichts. Ganz schwach, Alter, ganz schwach. Ich glaube, er ist gebrochen. Okay, Kumpel, ich kann dir nicht helfen. Ein bisschen gruselig. Ich kann nämlich gar nichts mehr. Können wir zuhauen? Nein. Hilfe! Ich bin am Ende. Den Mann hier hat's übel erwischt. Ich würde ihm ja helfen, aber irgendwie... Okay, Brüderchen, ich hab dir ein neues Kernrelais geschickt. Reggie, Mann, ich brauch dich. Meine ganzen Kräfte sind weg. Nichts Neues von Eugene und die alten Sachen funktionieren auch nicht. Was? Bleib, wo du bist, ich komm hin. Nein, hier sind wir viel zu ungeschützt. Laut GPS ist ein paar Blocks von hier eine kleine Gasse. Verstanden, wir treffen uns dort. Das passt mir gerade nicht so. Ich kann niemanden retten. Und hier braucht wirklich gerade jeder Hilfe. Überall werden Menschen zusammengeschlagen. Ja, wirklich überall. Leute, ich kann nix. Die haben Glück, dass ich gerade keine Kräfte habe. Ich kann gar nix. Der eine ist hingefallen. Haha, Gerechtigkeit. Und der nächste ist hingefallen. Hier wird ja schon wieder jemand zusammengeschlagen. Ist das ein Chaos? Ein Kampf nach dem anderen. Na gut, erstmal hier rüber zu Reggie. Gott sei Dank bist du hier, Reg. Ich brauche deine Hilfe, langsam. Mann. Du sagst, du hast deine Kräfte. Alle verloren? Ja, ich habe alle Kräfte verloren. Und zwar Rauch und auch Neon. Ich bin nicht mal bis zur Videos. Das ist toll. Das sind tolle Nachrichten, Mann. Was zur Hölle soll daran denn toll sein? Es sind 1000 DUPs hinter mir her und ich habe nichts in der Hand. Überleg doch, wir wollten ein Heilmittel für dich finden. Und das ist es. Das ganze Bioterroristenzeug. Es ist weg. Delson, wir können jetzt heimgehen. Heimgehen? Hör zu, du hast wirklich alles versucht, okay? Der Stamm weiß das, ich weiß das. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt überlebt hast. Hey, bitte, können wir nicht aufhören, solange es noch gut für uns läuft? Sag mir die Wahrheit. Wenn du ich wärst, würdest du aufhören und heimgehen? Auf jeden Fall. Wenn ich du wäre. Nein. Ohne meine Kräfte werfe ich eben einfach mit Steinen. Aber ich kriege Augustin. Mir wäre es allerdings lieber ohne die David- und Goliath-Steine-Geschichte. Also brauche ich deine Hilfe. Tja, du scheinst ja offenbar schon fest entschlossen zu sein. Also, wozu brauchst du mich? Tja, wenn es noch eine Chance gibt, meine Kräfte zurückzubekommen, dann nur durch eins dieser Kernrelais. Na klar. Aber verdammt, Reg! Ich kann keins dieser Teile ohne Kräfte aufbrechen, okay? Also brauche ich eigentlich nicht dich, sondern deine Waffe. Nein. Nein, 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 nein. Du kriegst meine Waffe nicht. Keine Diskussion. Du... Scheiße! Aber vielleicht überlasse ich dir ja ein paar von meinen Kugeln. Danke, Mann. Er meint's nur gut. Immerhin, wir sind sein kleiner Bruder. Oh, ich bin so gespannt, was wir kriegen. Die Frage werde ich garantiert bereuen, aber was gibt's Neues? Geh lieber mal ein kleines Stück zurück. Alles klar, wir sind digital geworden. Ah, gut, dass ich zurückgegangen bin. Na, vielleicht gibt's bei der nächsten Kraft ja Projektile oder, was weiß ich, Schläge. Ich ruf dich dann an. Oh nein, ich komm mit dir. Nein, 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 vergiss es. Ich komme klar. Hör zu, falls du nicht vorhast, das nächste Kernrelais durch Unsichtbarkeit zu öffnen, brauchst du mich noch. Außerdem, du weißt gar nicht, wo es ist. Okay, wir haben eine neue Fähigkeit. Wir können uns teilen. Ich schätze, wenn man nur noch eine Kraft übrig hat, ist Unsichtbarkeit gar nicht so schlecht. Du sagst es. Ich träume seit der Pubertät davon, was ich tun würde, wenn ich unsichtbar wäre. Und damit endet diese Unterhaltung. Ich hätte gerne so eine Fähigkeit. Unsichtbarkeit. Richtig geil. Okay, Reggie, wo willst du hin? Hier oben hin zum Pier? Ah, hier drüben. Das nächste Relais. Keiner hat mich kommen sehen.
Da ist es. Okay, Reg. Dann öffne es doch mal auf Cop Art. Na okay, leg los. Drei Schüsse. Und wir kriegen... Komm schon, was Gutes. Jackpot! Ja, das hoffe ich, denn da kommt ein Schwarm DUPs auf uns zu. Na gut, rennen wir hin. Hey, wie können die mich sehen? Denn wir sind doch unsichtbar. Na, ist das cool oder was? Extrem cool. Hey, ich hab gesagt, geh in Deckung! Wow, 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 wow. Die hauen immer noch rein, die hauen immer noch rein. Alles klar, und ich bin tot. Direkt hier zersiebt worden. Wuhu! Jackpot! Ja, das hoffe ich, denn da kommt ein Schwarm DUPs auf uns zu. Oh, ja. Ich denke an etwas... Na, ist das cool oder was? Ja. Ah, cool. Hey, wir können hier mit den Schwertern hier gefangen nehmen. Und den nächsten hier. Sehr cool. Aber wie man sieht, wir sind extrem schwach. Wir halten wirklich gar nichts mehr aus. Ich muss hier schon wieder in Deckung gehen. Und das Problem ist, wenn man mich sieht... Und mein Ich da drüben noch anfeuert, scheint es, als würde das Ganze ja aufhören. Aber die Schwerter hier sehen verdammt cool aus. Ja, hier hat man es gesehen. Wenn ihr mich sieht, dann werde ich direkt enttarnt. Und vernichtet. Aber ein sehr schöner Flug von ihm. Na okay, wir können weitergehen, Reggie. Bist du okay? Ja, alles gut. Los, auf zum nächsten Kernrelais. Sorry, aber es wird zu gefährlich für dich mitzukommen, Kleiner. Okay, wir sollen ihn zurücklassen. Aber wo müssen wir hin? Na gut, rennen wir los. Jetzt bitte nicht umschalten. Ich brauche nur neue Kraft. Wie bekomme ich neue Energie? Wo ist jetzt das nächste Kernrelais? Hey, kennst du mich noch? Ich bin der Typ, der weiß, wo das nächste Kernrelais ist. Ja, du musst kurz in die Warteschleife. Eugene, hier ist Delson. Hör mal, deine... Flatter-Freunde haben doch bestimmt die Gegend ausgekundschaftet, oder? Ja. Gut. Du musst für mich was suchen. Kennst du diese Leuchtkästen, die das DOP überall platziert hat? Klar. Warte mal. Da ist ein so ein Ding in deiner Nähe. Danke. Oh, hey. Ich habe gesehen, wie ein paar potenzielle Bioterroristen auf der Straße bedroht wurden. Was sagst du? Ich habe ja dieses neue Schwert. Wir könnten helfen. Das Schwert ist voll cool, stimmt's? Ich weiß. Echt cool. Na, interessiert? Nein, nein. Schon gut. Im Tal des Todes warten ein paar Engel der Stufe 11 auf mich. Oh, wenn das so ist, dann lass ihn nicht warten. Oh yes, wir können hier jemanden retten. Digitale Rettung. Ja, wenn ich schon hier bin, kann ich das auch... Und ansagen. Ich habe ihn umgebracht. Na toll. Wow, wir können fliegen. Okay, hier drüben haben wir diese Punkte. Die können wir irgendwie nutzen. Ah, sehr cool. Wo sind die Schützen? Die sind irgendwo hier unten. Wir brauchen keine Energie fürs Fliegen. Auch sehr gut. Alles klar, den holen wir. Ein. Und wir sollten wieder hier gucken, dass wir davon fliegen. Denn die Sniper hier brauchen nur zwei Schüsse. Dann sind wir tot. Wie immer kann man hier relativ schnell sterben, finde ich. War aber auch schon so in den Vorgängern. Also tot ist man hier immer ganz, ganz schnell. Buja! Er schreit wie ein Mädchen. Abflug. Wow, über mir. Aber fliegen macht Laune. Na, wo bist du? Wo bist du, mein Freund? Irgendwo hier? Wo zur Hölle bist du hin? Der muss doch hier oben sein. Ah, jetzt sehe ich ihn. Okay. Du willst doch springen. Hey, Eugene, ich weiß, du bist lieber bei deinen Dämonen, aber ich werde von DUP-Scharfschützen angegriffen. Du musst mir hier helfen, Kumpel. Schon okay. Alles gut. Ich schicke dir ein paar Engel.
Wir bekommen Engel? Ach, jetzt kann ich weglaufen und mich verstecken. Was kommt als nächstes? So, hierhin. Ja, wo sind meine Engel? Wenn wir die Fähigkeit hätten, Engel zu rufen und Dämonen, das wäre richtig cool. Auch hier ziemlich cool. Wir können diese Antennen verwenden, um hier aufs andere Gebäude zu kommen. Ich wollte nur fragen, das Mädchen, das im Bus, geht's ihr gut? Ach, Patch? Ja, geht's bestens. Ach ja, und Leute, hier nochmal. Hör zu, Mann, sie ist... Mann, der bist du echt nicht gewachsen. Ich meine, man muss erst krabbeln können, bevor man auf den Turboschlitten aufspringt. Oh. Ist der Typ, der den Unfall verursacht hat, ist er entkommen? Hank? Hank? Augustine hat ihn. Er ist tot. Wirklich? Wow. Im Bus hat er nur davon geredet, dass er nach Hause zu seiner Kleinen will. Keine Angst. Ich kümmere mich schon bald um Augustine. Ja, hier nochmal zu den anderen Fähigkeiten. Hier drüben ist Rauch. Und wir können es nicht mitnehmen, weil ja alle immer schreiben, hey, du kannst Rauch mitnehmen, du musst jetzt hier nicht den digitalen Engel spielen. Und hier drüben ist Neon. Und wir können es nicht mitnehmen. Es gibt immer so Abschnitte, da kann man eben nur eine Fähigkeit nutzen. Ist so vom Spiel gewollt, damit man eben die neue Fähigkeit so ein bisschen näher kennenlernt. Also nicht immer wieder schreiben, hey Junge, du kannst Rauch und so einsaugen. Es geht nicht. Es geht später wieder, aber jetzt gerade geht es eben nicht. So, wir nehmen hier wieder die Schüssel und wir fliegen mal hier drüben hin. Ist immer noch kein richtiges Fliegen, eher Gleiten, aber dennoch sehr cool. Auch mal eine neue Fähigkeit, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir irgend so eine digitale Fähigkeit bekommen. Moment, wenn wir schon mal hier sind, wir haben ja wieder ein paar Kräfte, wir könnten hier die Menschen retten und die hier bezwingen. Ach ja, wir können ja immer noch nicht schießen. Oh, wow, 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 wow. Alles klar, immer noch keine gute Idee. Aber die Menschen retten wir noch. So, Leute. Freiheit. Und wir rennen. Denn da drüben ist eine ganze Armee. Ich habe keine Chance. Ich halte so wenig aus. Dazu noch hier schwere Geschütze und was weiß ich. Auf jeden Fall rennen, auf jeden Fall rennen. Und hier drüben hin, ich sehe die Engel da oben schon. Alles klar, wie kommen wir nach oben? Unsichtbar werden, zustechen und wegrennen. Nicht gerade die beste Flugabwehrstrategie. So, ich bin oben. Dämonen habe ich sogar auch dabei. Tötet ihn! Wollt ihr hin? Jetzt kommt doch das Beste! Cool. Cool, Mann. Wir können hier diese Schwerter schleudern. Und die sind extrem gut. Und ich habe schon keine Energie mehr. Ich will undankbar sein, aber schickst du mir das nächste Mal bitte etwas weniger feige Dämonen? Ich dachte, die sollten dich nur warnen. Alter, solche halben Sachen kannst du nicht bringen. Wir Conduits müssen uns umeinander kümmern. Okay, nächstes Mal. Versprochen. Hab noch eins gefunden. Gut, das ist nicht weit weg. Danke. Okay, den Expressweg. Immer schön in den Gebieten, wo richtig viele von den DUP-Leuten sind. War da ein Käfig? Oh hey, Dad, ein Haufen DUPs ist auf dem Weg zu deinem Ziel. Aber keine Angst, dort wartet Hilfe auf dich. Na, will ich ja meinen. Ran hier! Na, endlich können wir feuern! Okay, legen wir los! Das sollte funktionieren! Wow, 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 Sniper-Heini, Sniper-Heini, Sniper-Heini! Den holen wir zuerst.
Na okay, die Dämonen legen los. Da drüben auch noch ein paar Engel. Genauso will ich das sehen. Engel und Dämonen. Dämonische Kräfte. Oder himmlische Kräfte. Ach nee, ich bin schon wieder beinahe down. Ich halte so verflucht wenig aus. Egal, wir sind beinahe durch. Ja! Vorwärts, Freak-Team! Okay, ich meine, juhu und so, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe noch ein Kernrelais entdeckt. Und wieso ist das schlecht? In dem Gebiet wimmelt es von DUPs. Aber vielleicht hast du ja schon genug Kräfte. Ich meine, warum etwas riskieren, ohne zu wissen, was dabei rausspringt? Hey, 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 komm mir jetzt nicht so, okay? Wenn wir es wollen, gibt es nichts, was ein paar coole Conduits und eine Armee von Engeln und Dämonen nicht schaffen könnten. Meinst du das ernst mit dem cool? Ich rufe an, wenn ich da bin. Alles klar, hierhin. Natürlich wieder mitten durch die Basis. Ich bin mal gespannt, wie wir Energie dafür bekommen, denn bis jetzt habe ich hier wirklich noch keine Quelle gesehen. Oh nein! Alles klar, wir fliehen. Ich bin immer noch viel zu schwach für die. Einmal hier durchs Feindgebiet. Eine ganze Armee hinter mir. Ist ja geil. Achtung, Wasser. Verdächtiger gesichtet. Okay, Eugene, das ist der Plan. Ich schleiche mich seitlich an und... Juhu! Komm schon, Eugene. Du hast doch noch mehr drauf, du cooler Conduit. Du cooler Conduit. Okay, Leute, gewinnen wir für den Gamer. Gefangen genommen und wir werden hier schon wieder zerlegt. Was ist hier los? Viel zu viele. Eugene, hol sie weg. Engel und Dämonen. Alles klar, hier drüben ist einer. Kein Entkommen. Ist er noch am Leben? Yep, da unten. Dann kommen wir nach unten. Ich sehe nicht. Irgendjemand? Wir gehen auf den Kleinen. Alles klar, der Kleine hier will fliehen. Doch, wir sind schneller. Wie aus der Fernsehwerbung. Es fliegen die Schwerter. Okay, wo sind die Engel? Wir sind beinahe durch. Nicht mehr viel. Nochmal einen harten Angriff hier von oben. Komm schon, Betonmann. Dessen, ich hoffe, was immer du gekriegt hast, war es wert. Du wirst es brauchen. Wir haben die neue Fähigkeit. Wir können Engel rufen. Wow. Extrem cool. Einfach nur extrem cool. Hier kommen Himmel, Hölle und Delsin. Oh Mann, Eugene. Du hast mir was verheimlicht. Nur so eine kleine Idee. Himmel, Hölle, Delsin und Eugene. Nein, nein, nein. Wer den Ruhm will, muss herkommen und sich die Hände schmutzig machen. Ich weiß nicht. Ich kann nicht so gut mit Menschen. Blödsinn, du kannst toll mit Menschen. Hast du nicht gehört, wie der Typ, den du gerettet hast, gerufen hat? Eugene ist der Beste! Woher kannte der meinen Namen? Was weiß ich, Alter. Frag den Nächsten doch persönlich. Einige rennen hier noch rum. Das wollte ich hören. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ratch, entschuldige, dass du warten musstest. Punkt Nummer 1. Ich bin froh, dass du offenbar noch lebst. Punkt Nummer 2. Aber warte doch mal, bis du siehst, was ich jetzt kann, Mann. Ich hab was? Ja, klingt gefährlich und bescheuert.
Und vielleicht auch ein bisschen cool. Danke! Ich kann's kaum erwarten, das an Augustin auszuprobieren. Okay, die Mission ist beendet. Yes! Ein neuer Rang. Neue Karma-Stufe. Vorbild. Das bedeutet, wir können weiter upgraden und irgendwie also, hier drüben... meinst du, du kannst mir bei etwas helfen? Ich habe hier Signale beobachtet und glaube, die Akulas planen was Großes. Klar, Mann. Ich bin dabei. Gut. Komm in mein Reich, dann schmieden wir einen Plan. In sein Reich. Alles klar, gehen wir hin. Aber erst noch hier die Drohne mitnehmen. Gut oder böse, wir machen natürlich gut. Und los geht's.